So, dann wollen wir ein paar positive Beispiele machen, wo wir wirklich zeigen können, dass das Restglied gegen Null geht. Und als einfachstes erstes Beispiel nehmen wir vielleicht mal die E-Funktion, nicht? Da kennen wir natürlich schon die Potenzreihenentwicklung, aber wir wollen uns überlegen, dass wirklich, naja gut, wir haben ja gesehen, es gibt nur eine, von daher ist natürlich klar, dass wir die jetzt wiederentdecken müssen, aber das wollen wir vielleicht explizit sehen, insbesondere auch nochmal, wie wir mit unseren Restgliedformeln wirklich sehen, dass es konvergiert. Nicht? Also ich nehme als meine Funktion, nehme ich die E-Funktion, e hoch x oder exp von x, und ich mache die Entwicklung um den Punkt 0. Also x0 ist der Punkt 0. Ja, und da wissen wir natürlich die Ableitung von der E-Funktion, die kennen wir, und die ist so schön, dass wir auch natürlich alle Ableitungen kennen, weil die reproduzieren sich halt immer. Das heißt, jede Ableitung von der E-Funktion ist einfach wieder die E-Funktion selber. Also fn von x ist einfach wieder e hoch x selber. Das gilt für alle n und natürlich für alle x. Und damit muss ich dann natürlich in meiner Taylor-Reihenentwicklung muss ich die Ableitung an der Stelle 0 ausrechnen. Ja, und das heißt, ich muss also fn an der Stelle 0 ist also e hoch 0, das ist also immer 1. Ja, das heißt also fn der Ableitung an der Stelle 0 ist also immer e hoch 0, das ist also einfach immer 1. Nicht? Und damit haben wir also als Taylor-Reihenentwicklung, also jetzt mit Restglied hingeschrieben, also als Taylor-Polynom plus Restglied, wissen wir dann, dass ich also e hoch x schreiben kann als eine Summe von k gleich 0 bis n. Ja, und dann habe ich halt den Koeffizient hier, die n-te Ableitung an der Stelle 0, das ist aber e hoch 0, durch k-Fakultät. Ja, und dann habe ich halt ein Restglied. So, nicht? Oder schreiben wir es das nochmal hin, k gleich 0 bis n. Das hier ist ja 1 und natürlich habe ich hier das x hoch k vergessen. Ja, x hoch k. Und damit habe ich also hier x hoch k durch k-Fakultät plus ein Restglied. Ja, und natürlich, als wir uns die Potenzreihenentwicklung von der E-Funktion angeguckt haben, da haben wir natürlich auch Abschätzungen gemacht, um das Restglied zu kontrollieren. Ich meine, wir haben ja quasi die E-Funktion durch diese unendliche Reihe definiert. Ne? Aber jetzt kommen wir natürlich aus der anderen Richtung. Wir haben die E-Funktion und die Information, die wir über die E-Funktion benutzen, ist halt ihre Ableitung. Ja? Ja, und da sehen wir kriegen das hier mit dem Restglied. Und das Restglied, das wissen wir jetzt, dass wir das auch schreiben können. Und da benutze ich jetzt wieder die Lagrange-Restgliedformel. Und das können wir dann natürlich abschätzen. Also wir haben das da. Und das Restglied können wir abschätzen. Also ich habe das Rn von x. Ich muss ja sehen, das geht gegen 0. Nicht? Und da weiß ich jetzt nach dieser Formel, nach Lagrange, wie sieht es aus? Das ist halt im Wesentlichen so wie der n plus erste Term hier in dieser Darstellung. Ich muss halt nur die Ableitung an der Stelle 0 durch die Ableitung an der Stelle xi ersetzen. Das heißt, ich habe also hier 1 durch n plus 1 Fakultät. Und dann habe ich die Ableitung an der Stelle xi, also die n plus erste Ableitung. Aber die Ableitungen sind ja alle e. Also was ich hier habe, ist e hoch xi. Und dann habe ich halt hier x mal n, x hoch n plus 1. Ja, und das muss ich jetzt kontrollieren, also für jedes x, ja, x festgehalten und n gegen unendlich. Und das kann ich jetzt natürlich abschätzen. Also ich habe hier das x hoch n plus 1, das x hoch n plus 1 durch n plus 1 Fakultät. Ja, das sind Größen, die hängen mir jetzt von n ab. Und dann habe ich hier e hoch xi, gut, über das xi. Ja, weiß ich jetzt nicht viel, aber ich weiß, es liegt zwischen 0 und x und damit ist das xi betragsmäßig kleiner als x. Das heißt, ich kann diesen Term hier also durch e hoch x abschätzen. Oder sagen wir, wenn es x nicht unbedingt positiv sein muss, durch e hoch Betrag von x. Ja, ja, und jetzt habe ich also hier eine Abschätzung und ich muss die halt für festes x, aber für n gegen unendlich kontrollieren. Nicht? Und dieser Term hier, der geht mir halt gegen 0. Nicht? Also das ist. Wenn ich n gegen unendlich laufen lasse, dann geht der gegen 0. Ich meine, das haben wir nach unseren Kriterien für Folgen ja, gesehen, dass sowas gegen 0 geht. Und das gilt für alle x.
Ich meine, das hier ist einfach nur eine Konstante, die von x abhängt. Die hat mit n nichts zu tun. Und hier kann ich auch ein beliebiges x reinsetzen. Also x, mein x kann groß sein. Die Potenz wächst zwar, aber n plus 1 Fakultät wächst in jedem Fall schneller. Von daher, das wächst so viel schneller als das hier, egal wie groß ich das x hier wähle, dass das Ding hier gegen 0 geht. Also ich meine, mit dem Quotientenkriterium oder so für Folgen haben wir das ja gesehen. Nicht? Und damit sehe ich also, dass für jedes x dieses Restglied gegen 0 geht. Ja, und damit habe ich dann natürlich das e hoch x, dass ich das schreiben kann als diese unendliche Summe von dem hier. Nicht? Also daraus folgt halt die Potenzreihenentwicklung für die e-Funktion, die wir ja schon kennen, nämlich e hoch x, ist also die Summe von k gleich 0 bis unendlich x hoch k durch k-Fakultät und es gilt halt für alle x in R. Ja, und damit weiß ich natürlich, dass die Potenzreihe hat ja immer einen Konvergenzradius und hier sehe ich, dass es für jedes x konvergiert, das heißt, der Konvergenzradius ist halt unendlich. Ne? Also diese Reihe hier konvergiert mir überall. Ne? Aber das haben wir mit dieser Abschätzung hier gesehen.